Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Feeds Beast Infinity Evolve. Mit dabei der Lex Diamond. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast gerade einen kleinen Fail gehabt. Wieso? Du hast gesagt, willkommen zurück zu einer Runde Evolve, Infinity Evolve, Lex Diamond. Dann ist das irgendwie schon gekommen. Ich hatte bei mir gesagt, mit dem Lex Diamond, ja. Okay, dann kam das bei mir auf nur Scheiße rüber. Egal, auf jeden Fall, hallo und willkommen zurück. Gut. Zuerst einmal, ich habe was Wichtiges zu machen. Es gibt nämlich einen neuen Mitspieler bei mir. Das ist Karl. Ich will Karl sehen, lass mich Karl sehen. Ich wusste es. Ja. Ja, wer ist ein süßer Karl? Ja, wer ist putzig? Karl? Karl! Du kannst doch keine Hände essen. Ich brauch aber Hände. Lecker. Ja, komm Karl, ja, wer ist ein süßer? Ja, wer ist ein putziger? Darf ich vorstellen? Das ist Karl. Karl! Da isst du Hände? Magst du Hände? Magst du Hände? Magst du? Magst du Hände? Antworte, Karl. Antworte. Jetzt verdräng den nicht so! Karl, eins. Ich hab gesagt, meine Messerklinge. Ich hab Fluffy Unicorn. Oh, irgendwie muss das pink sein, das Schwert. Dann passt der Name besser dazu. Mhm. Ja, ich hab ja meine Spirit Energy benutzt, um jetzt einen Hühnchen in einen Pinguin zu wandeln. Und jetzt nehme ich mal hier den Lex mit meiner Spirit Energy und verwandle den in Street. Hast du die hinter auch gefunden? Ja, die habe ich rausgeholt. Okay. Bitte da nicht rein, da wachsen gerade noch so ein paar Kristalle. Okay. Ja, ich kann dir mal zeigen, was es bei mir noch Neues gibt. Oh ja. Ich habe heute Morgen eine kleine Mob-Farm angefangen. Okay. Und die ist mittlerweile ganz gut schon gelaufen. Oh, hier deine Hexen, die wollen nicht so richtig sterben. Ah doch, die sterben irgendwann alle. Ah doch. Weiter, weiter. Mhm. Das hat sich heute einmal kurz für eine Minute angestaut. Die war randvoll. Was? Und ja, Visa-Skelettköpfe 329. Darf ich mir davon mal ein paar nehmen? Bedien dich. Ja, 5000, fast 6000 Enderperlen. Glowstone 2045. Läuft, würde ich sagen, ne? Auf jeden Fall. Ja, dann habe ich hier noch so ein paar Treasures. Ja, die kannst du ja theoretisch mit Autonomous klicken lassen und dann irgendwie mit Marco mal beeinsaugen lassen. Komm, wollen wir jeder mal von jedem mal ein Stack öffnen? Oh ja, die guten würde ich sagen, oder? Ja, komm, von jedem beiden. Okay. Warte, ich muss nur mal eben hier mein Inventar leeren. Ja, ich leg auch noch was beiseite. Das brauche ich nicht. Freunde, spiele ich auch nun wieder mit einem neuen Texturenpack. Weiß ein neues, eigentlich neu altes und wieder mit Specs. Aber halt in der Infinity 235 Version. Ja, bei mir dauert das halt noch ein bisschen, bis ich mit dem Texture Pack wieder spielen kann. Das leckt einfach dann zu sehr bei mir in der Aufnahme. Ich bekomme bald aber auch ihren neuen RAM, also das steht schon mal offen. Ja, ich muss auch mehr RAM haben. Okay, gut. Machen wir jetzt die grünen auf? Können wir machen. Okay. Oder immer abwechseln, erst grün, dann braun, grün, braun. Mir ist es egal. Okay, auf die Fette, fertig, los. Okay, mein Inventar ist voll. Ich habe ein Buch mit Viva 2 bekommen. Okay, ich habe auch ein volles Inventar. Und ich habe einen OP-Goldapfel bekommen. Nice. Weißt du, was ich noch bekommen habe? Hä? Oh, ich bin besoffen. Was brauche ich denn? Das brauche ich nicht. Das kann weg. Genau. Das. Ich glaube ganz ehrlich, die Goldcoins brauche ich auch nicht. Kann ich auch wegwerfen. Ja, die kannst du einschmelzen und zum Nuggets und so machen. Ja, jo, da überhaupt, das brauchst du. Das brauche ich nicht.
Auch ich nicht. Jetzt mal die Ringe kann ich irgendwie Street mal andrehen. Ich habe auch Reaper 2. Ja, komm dann. Hier, kannst du Reaper 3 machen. Ich hab doch dein Schwert. Ach, stimmt. Egal. Ich kann doch eigentlich schon mal Reaper 5 andrehen, ne? Ich hab davon noch ein Buch auf Vorrat. Okay, ja, das ist nice. Wäre natürlich top. Weißt du, ich tu 5 Enderperlen rein, ein paar Endermans sterben, 5 weitere kommen rein. Aber ich glaube, ich wechsle mein kurz meine Playlist. Ich glaube, mein PC mag gerade mein Internet nicht, während ich aufnehme. Ah, das kann sein. Hey. Ah, hör mal auf. So schlimm gerade? Ah, scheiße. Ah, Entschuldigung. Ah. Weil ich auch schon gesehen habe, aus dem Gunpowder kannst du richtig gut über meinen Schirm hier Salpeter rausholen. Ja. Okay, du solltest definitiv die Grinder anders setzen. An jede Wand ein. Du, ich werde die wahrscheinlich eh nochmal irgendwann komplett ausrasten. Da werde ich mal hier die Awaken-Kurs reinsetzen. Dann muss ich überall eine Reihe voll mit Grindern hinsetzen. Boah, dann will ich auch die von Dingens nehmen. Ja, nee, ich hab's ja auf dem Mob-Essence abgesehen. Die will ich ja haben. Achso, ja, stimmt, die brauchst du dann, ja. Und wie du siehst, das geht jetzt eigentlich vollkommen klar. Ja gut, ich mach dann schon mal die nächsten Treasures auf, ne? Ja. Da ist nicht so viel geiles Zeug drin. Oh. Das kann weg. 7N. Oh, oh. Gleich ist es soweit. Kommt schon. Na? Na? Ach, jetzt kommt schon. Es sind nicht mehr viele. Und ihr sterbt jetzt mal bitte. Ja komm, das ist auf jeden Fall, haben wir jetzt schon 6000 Enderperlen. Nice. Bottle of Enchanting. Ach, die kannst du auch daraus kriegen. Knowledge Fragmente, ja. Knowledge Fragmente, sag ich mal auf. Beim Street. Mach ich auch. Waterbreathing kann weg. Invisible habe ich einen. Wizard. Weißt du was? Ich hab den mal gerade mit alles für den Formkopf in seine Truhe reingeklatscht. Fire, oh ja, Fire Resistance. So, ich mach jetzt aber bei mir schon mal was weiter. Jo. Und zwar hatte ich vorgehabt, jetzt wo wir die Mob Essence haben, wollte ich einen Block Smasher bauen. Der wird gemacht aus zwei Precision Sledgehammern, einem Machine Frame, einem Piston, Plastic Sheets, Büchern und einer Reception Coil. Was der macht, sage ich später erst. Ich weiß das. Na, ihr nicht. Es ist mir klar, dass du das weißt. Deine Zuschauer wissen. Okay, die meisten wissen das wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich, aber es gibt immer noch welche, die noch nie so ein Modpack gesehen haben. Ich mach trotzdem hier noch ein paar Packs auf. Mach das. Tob dich aus. So. Glas. Ich werde auch später irgendwann mal so einen Potion Generator mal 64 bauen. Ich glaube, das bietet sich ganz gut an da.
Sledge haben wir, brauche ich jeweils 3. Komm. Ich brauche dann einen Piston. Na, kennst du den Piston? Das ist der Ton, wenn du beim Piston anfängst zu singen. Okay. Und der war zum Beispiel nicht ultra scheiße. Das bildest du dir gerade nur alles ein. So, einen Piston. Ah, halt. 2 Redstone. 1 Gold. So, das hätten wir. Jetzt die Bücher nur noch. Die waren doch mal hier drin, oder? Wo habe ich die? Alter, waren sie doch gerade. 2 Bücher. 4 Stiggies. Und geile Scheiße rausbekommen? Oder? Boah, es geht. Also ich gehe mal davon aus, nichts, was für uns noch von Wert ist. Außer ein paar Emeralds und ein paar Enderperlen. Ich sagte was von Wert. Ja gut, für dich hier in der Mopan ist es nichts mehr wert, aber... Für mich da drüben... Ah, scheiße, das habe ich die Bottle hier weggeschmissen. So, der Blocksmasher ist damit fertig. Wo haben wir, haben wir irgendwo? Haben wir nicht mehr. Ja, ich habe echt keine Stromkabel mehr. Ein OP-Apfel, das ist sehr gut. Ja, habe ich auch eben bekommen. Gut, für Tinkers. Brauche ich den schon mal nicht mehr craften. Ja gut, der ist aber auch schnell hergestellt. Ja, klar. Aber... Kannst du sparen, ne? Mhm. So, neues Beintergefixe. Müsste ich eigentlich auch nochmal irgendwann automatisch herstellen lassen. Gut, dann mach ich mal gerade ein paar Energy Conduits. Hast du eigentlich schon mal meinen R2D2 gesehen? R2D2? Nee. Komm, ich gleich mal gucken. Der steht hier auf den Eisenthron. Okay. Halt, jetzt habe ich fast hier die Fluid Conduits vergessen. Fluid Conduit werden komm, dann machen wir wieder die Ender. Bei und Quarz müsste ich nämlich noch. Habe ich doch nichts mehr? Okay. Komm, dann machen wir gerade ein bisschen. Und Fused Quartz habe ich aber hier noch. Sehr schön. Das und das. Hier auf der... Hier auf der Eisentruhe. Von Deco Craft, okay. Ja. Also mit Deco Craft werde ich auf jeden Fall mal ordentlich arbeiten. Ja, Deco Craft ist cool. Ich wusste es. Hab dich jetzt auch besoffen gemacht. Ja, wie passen das mal? Hey! Sei froh, dass ich das andere Schwert nicht genommen habe. Ich habe auch besagt. Okay. Dann. Ja, super, jetzt erstmal so schön einen neuen Block aufstellen. Okay, wir brauchen. Okay. Bam, bam, bam. Wir brauchen einmal Strom. Strom für die Welt. Oder nur für mich. So. Eine. Wir bauen jetzt mal ein bisschen an unserer unteren Base hier weiter. Mach das. Und brauche jetzt erstmal Dirt für die obere Base. Ah, ne, der soll da nicht hin. Wir sagen jetzt mal Extract. Und hier Insert. Fortune 3. Wir wollen uns dann da schließlich was gönnen, hier. Richtig krasser Typ, ey. Ja, ich gönne mir üppig. Kennst mich doch. dann nehme ich jetzt hier eine Goldruhe. Und eine Diatruhe, wo ich dann hier den restlichen Rotz reinrotze. Der da drin war.
Rotz den Rotz da rein. Ja, ich rotz den Rotz da rein. Und ich glaube, ich muss die Musik jetzt mal ein bisschen lauter machen. Mich musst du lauter machen? Ne, die Musik. Ach, die Musik, okay. Was hörst du so? Groß dazu Remix von so Spielen wie VVV, irgendwie so Pokémon, Zelda, alles Mögliche. Halt, wenn ich was Gutes finde, hau ich's rein. Jetzt ist aber doch schon wieder was zu laut. So ist perfekt. Jetzt habe ich keine Pulsating Iron. Doch, Pulsating Iron habe ich noch, aber ich brauche die Conduits. Warte mal, waren da nicht? Netherquarks? Ja, aber nicht mehr allzu viel. Wie viel brauchst du? 4 Fused Quarks. 4 was? Fused Quarz Glas. Achso, das habe ich auch noch gerade so im Inventar, 16 Stück. Ja, komm ich mal rüber. Ich bin gerade noch bei der Mob-Farm. Extract und... Guck mal, von ab dem 16.02. kann ich streamen. Wow. Heißt, ich werde auch des Öfteren streamen. Ja, da bin ich mal gespannt. So, mein Freund, ab dem 21.02. kommt ein besonderes Video bei mir. Okay, was denn? Ah, das wirst du sehen, ich will jetzt noch nichts spoilern. Ach so. War das bei mir denn, wenn wir nicht mehr aufnehmen? Können wir mal drüber reden. Ah, okay. So, jetzt eine kurze Erklärung. Ärzte kommen hier rein, gelangen hier rein, werden mit Fortune 3 abgebaut. Also, dieser Block simuliert quasi eine Spitzhacke, die Fortune 1, 2 oder 3 drauf hat. Und ich glaube, so wird man behaupten, das ist ziemlich geil. Richtig geil. So, und jetzt noch wie versprochen für den lieben Street hier die ganzen Shards noch. Halim, so. Eine Flasche. Okay, was? Wie lange sind wir jetzt gerade dabei? Wir sind bei 17 Minuten. What the fuck? Ja, ich hab die Uhr im Auge. Da ist schon wieder vorbei, ey. Mhm. Das können wir auch nochmal reinschmeißen. Aber stimmt. Silken können wir auch reinschmeißen. Da sind. Jetzt würde mich mal eins interessieren, das hier. Hast du schon mal das Sticky-Ohr gefunden von Aroma? Was? Sticky-Ohr. Nee. Das ist ein Erz und da kommen Slimeballs raus. Kannst aber auch mit Fortune. Das habe ich schon gefunden. Ja. Da kannst du halt aber auch noch wirklich auf Blocksmasher verarbeiten. Okay. Nee, ich konnte den kannst du so abbauen und dann kommen die Bälle raus. Ja, ja, ich hab's aber halt mit Fortune abgebaut, oder ihr sagt mit Query. Gut, ich weiß nicht, in welchem Sinne sich das bei mir noch lohnt, was Neues anzufangen. Ich muss noch in meine Aufgabe machen. Einmal meine Catch-Tune, damit meine Heizung, die ich da ja habe, hier von Mine Shem, damit die vernünftig, jetzt, ja, guck mal, siehst du, 160.000 von diesen Hydrogen passen jetzt da rein, das ist schon mal... Nein, Karl! Karl, bist du bescheuert? Was macht Karl? Nein, Karl. Karl. Was hat Karl gemacht? Es geht ihm gut, es geht ihm gut. Oh, Karl. Ja, Ja. Ich komme nur mal ganz kurz vor bei dir vorbei. Okay, ich wollte die Hinlegung... Also die Lebensanzeige von Karl ist richtig geil. Hi. Hallo. Schau dir mal das an und dann auf Health. Schau dir einfach nur die Health an. Ich glaube, der ist unbesiegbar. Lass ihn doch mal spawnen. Ich guck mal. Nein. Ja, doch, ich würde sagen, das war's dann auch schon für heute. Mhm. Ich leg mich schlafen und sage gute Nacht. Gute Nacht.